mein Schädel. Wo waren wir stehen geblieben? Die zweite Sache, mit denen Sie kommen, ist dann, ja, wir haben doch einen Beweis. Darwin, die Theorie von Darwin, Evolutionstheorie. Stimmt, wir waren dabei, mir meinen Körper zu ruinieren. Okay, Pierre, fang an. Dann gehen wir darauf ein. Wir haben den ersten Beweis von Ihnen genommen. Sie sagen, wir haben ihn optisch nicht unmittelbar wahrgenommen und akustisch nicht unmittelbar wahrgenommen. Ich bleibe nochmal darauf, bis ich zur Darwin-Theorie komme. Hier könnt ihr das Beispiel bringen. Laut eurer Logik, wenn man nur Sachen als bewiesen ansieht, wenn man sie akustisch unmittelbar wahrgenommen hat oder optisch unmittelbar wahrgenommen hat, wenn wir diese Beweisführung gültig ansehen, dann dürfte man keinen Mord in einer Polizeistation annehmen. Er geht noch nicht auf die Evolution los, den Göttern sei es gedankt. Jack, du kannst unterm Tisch warten. Also, er bringt denselben Punkt nochmal. Ihr könnt jetzt entweder das Video stoppen, das letzte Video nochmal gucken, oder ich erkläre es einfach nochmal so. Stoppt das Video nicht, ich erkläre es lieber. Pierre Vogel sagt, Atheisten sagen, wir haben Gott nie gesehen, also gibt es keinen Gott, also fick dich. Während Atheisten eigentlich sagen, es gibt keine Beweise für Gott, also gibt es keinen Gott, also fick dich. Und um zu zeigen, wo sich Pierre Vogel mit was hinficken kann, gehen wir nochmal auf eines seiner tollen Argumente ein. Die Dinosaurier oder den Mord oder irgendwas anderes. Wir wissen, dass es Dinosaurier gab, zumindest gehen wir davon aus, dass es Dinosaurier gab, weil wir Funde von Dinosauriern haben. Wir haben Knochen, wir haben Federn, wir haben Schuppen, wir haben Eier. Und weil all das in der Regel von irgendwelchen lebenden Viren produziert wird, sagen wir, okay, irgendwann gab es dann auch mal diese Viecher, die das gemacht haben. Ergo, es gab Dinosaurier. Bei einem Mord sagen wir, eine zerstückelte Leiche, wo kommt die wohl her? Menschenverstand aktiviert. Zerstückelte Leiche heißt, es gab eine Leiche. Leiche heißt, es gab mal einen Menschen, der Mensch ist tot, ergo es gab einen Mord. Das heißt, wir finden Beweise für einen Mord, ergo es gibt einen Mord. Beziehungsweise es ist wahrscheinlich, dass es einen Mord gibt und es wird ermittelt. Bei Allah haben wir die Beweise, die Pierre Vogel uns hier vorschlägt, zum Beispiel die Berge, das menschliche Auge ist voll cool aufgebaut, darum brauche ich auch eine Brille, um vernünftig sehen zu können, du Arschkrampe. Dann haben wir noch die Sonne und den Mond und wir haben dies und das und jenes. Und ich kann jetzt eine Reihe von Göttern und Religionen aufzählen, die behaupten, das haben wir gemacht. Wir. Nicht Allah, wir. Das waren Ra und Odin und Thor und Amaterasu und wie die nicht alle heißen. Ich kann Google aufmachen, eingeben Schöpfungsmythos und finde mindestens 50 Religionen, die sagen, wir haben das gemacht. Wieso soll ich also der einen Religion glauben, dass ich war das, wenn die anderen auch sagen, ich war das? Die Argumente für Allah sind genauso stark wie die Argumente für jeden anderen Gott. Also? Ja, Pierre, du bist doof. Ich spule mal ein bisschen vor, damit ihr dieselben Argumente nicht nochmal hören müsst, weil ich schon lange, lange keinen Bock mehr auf die Typen habe. Ich will nach Hause. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, und das sagen die Wissenschaftler, dass eine einzige Zelle entsteht, ist wie, sie ist aufgebaut wie eine komplizierte Fabrikanlage. Diese Wahrscheinlichkeit ist 100-mal unwahrscheinlicher, als dass jemand in der Küche umfällt und irgendwie wird er zufällig zerstückelt. Kein Mensch, der logisch, rational denkt, wird diesen Zufall annehmen. Wisst ihr, das ist eine legitime Frage. Wie konnten bei der Abiogenese, davon redet ihr übrigens, wie konnten bei der Abiogenese so komplexe Sachen wie eine Zelle entstehen? Nun, ich habe keine Ahnung, weil ich doof bin und darum benutze ich Tante Google. Und dabei finde ich raus, hey, bei der Abiogenese sind gar keine Zellen wie heute entstanden, sondern ganz extrem primitive Zellen. Die bestanden gerade mal aus einer Zellwand.
oder sowas in der Richtung. Haben sich irgendwann geteilt und nochmal geteilt und irgendwann gab es dann eine Mutation in der Zelle und hey, ich habe jetzt ein Zellkern, ich habe jetzt statt der Membran noch einen Kern. Hey, wie kommt das denn? Na egal, ich bin besser als ihr, darum stirbt ihr irgendwann aus und ich entwickle mich weiter. Yay! Und so war das damals. Was ich mir jetzt allerdings wunder ist, wieso kann ich, ein Vollidiot auf YouTube, der sich kein Skript schreiben will, das bei Google rausfinden und sehr mangelhaft erklären innerhalb von einer Minute? Und wieso kann Pia Vogel, ein Mann, der sich vor Hunderten von Leuten hinsetzt, mit einem geschriebenen Text, der das häufiger macht, das nicht machen? Warum kriege ich aus öffentlichen Quellen Informationen, ohne dafür Geld zu bezahlen, die er nicht bekommt? Entweder ist es zu doof zu googeln, was ich ihm nicht unbedingt vorwerfen will, oder ist ein verlogenes, heuchlerisches Arschloch, was ich ihm sehr gerne vorwerfen würde, aber nicht darf, weil er mich sonst verklagen könnte. Von daher muss ich leider davon ausgehen, dass er kein Google benutzen kann. Genauso wie sein Nachforschungsteam. Tja, Leute gibt's. Wird diesen Zufall annehmen? Nein, du wirst wissen, diese zerstückelte Leiche, der kann sich nicht selber zerstückelt haben. Oder ist jemand, der meint, er hat sich selber zerstückelt? Geht nicht. Die zeigt, dass es einen Mörder geben muss. Und das Design von unserem Weltall, das Design von deinem Körper, das Design von jedem Lebewesen ist ein Beweis, dass es einen Designer geben muss, beziehungsweise den Schöpfer. Die Schöpfung ist der Beweis für den Schöpfer. Genau wie das Bild der Beweis für den Maler ist. Ich kann nicht einen Pott mit Farbe machen und rühre um, klatsche den an die Wand und dann habe ich das Bild von Mona Lisa an der Wand hängen. Und diese Wahrscheinlichkeit ist noch unwahrscheinlicher, dass durch einen Zufall eine einzige menschliche Zelle entsteht. Okay, der Pierre hüpft von, ihr müsst ja beweisen, über Abiogenese zu Urknall ist doof, weil Schöpfer. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich bin kein Atheist. Und darum gehe ich jetzt mal einen Schritt auf das Pierre zu. Wenn es einen Schöpfer gibt, dann ist er ein Doofkopf. Warum? Nun, wir haben unseren tollen Mond, der uns in eine Umlaufbahn hält. In ein paar tausend Jahren driftet der so weit ab, dass das Gravitationsfeld der Erde ihn nicht mehr halten kann. Das heißt, er fliegt langsam weg, unsere Erdachse kippt und wir werden alle einen grausamen Tod sterben. Dazu kommt, dass unsere Augen zum Beispiel sehr fehleranfällig sind. Das ist von den Kraken sehr viel besser geregelt. Kraken brauchen keine Brillen. Und 90% des Viehzeugs, das jemals auf der Erde war, ist totgestorben. Dazu kommen auch so viele andere Sachen wie Luftröhre und Speiseröhre laufen durch denselben Tunnel und so weiter, aber das wollte ich mal gar nicht erwähnen. Das heißt, wenn es einen Schöpfer gibt, dann spielt er nach den Regeln der Naturgesetze. Das heißt, selbst wenn wir beweisen können, ja, es gibt Allah und ja, er hat das Universum den Menschen erschaffen, dadurch werden Evolution und Urknalltheorie trotzdem nicht falsch. Dadurch wird dann nur gesagt, okay, Allah steckt dahinter und bastelt damit. Die Mechanik bleibt dieselbe, ob wir da jetzt einen Gott reinbasteln oder nicht, ist vollkommen Schnurz. Das ist auch der Grund, aus dem ich mir gesagt habe, komm, machst du mal wieder was zu Kreationismus, weil Kreationisten Doofköpfe sind, weil die sagen, es gibt einen Gott und darum sind Jahrhunderte der Wissenschaft vollkommen falsch. Könnt ihr das beweisen? Nein, aber ihr könnt das Gegenteil auch nicht beweisen. Edgemann, Badgemann. Und ich red mich schon wieder in Rage und bin noch nüchtern. Das ist nicht gut. Okay, lassen wir ihn weitermachen. Vielleicht kommen wir noch zu seinem eigentlichen Punkt zurück. Was? Oh nein, das war Evolutionsgebäsche. Jack, komm her. Das heißt, wir gehen zurück zu diesem Fall. Wir sagen zu ihm, laut deiner Beweisführung, was sagen wir? Könnten wir keine einzige Sache auf der ganzen Welt beweisen. Kein Mord dürfte aufgenommen werden, nichts. Dann kommt er natürlich mit der darwinischen Theorie. Sagt, die Theorie von Charles Darwin sei, die Evolutionstheorie sei ein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. So, was ist unsere Antwort? Der merkt euch 6 Punkte. 6 Punkte. Er hat 6 Punkte. Ich hoffe, mein Jack Daniels reicht. Also, erstmal zu seinem
Pseudo-Strohmann-Atheisten-Scheiß-Argument. Kein Atheist hat je gesagt, Evolutionstheorie, also gibt's keinen Gott. Man könnte argumentieren, dass ein Wesen wie Gott, also nicht körperliche Energiewesen oder wie auch immer, durch Evolutionstheorie nicht erklärbar sind und darum gibt es die nicht. Das ist aber ein Argument, das 0,437% der Atheisten jemals gemacht haben. Das eigentliche Argument der Evolutionstheorie ist, es gibt Evolutionstheorie, also ist der Schöpferglaube bzw. die Schöpfermythen falsch. Beziehungsweise es gibt die Evolutionstheorie, die zeigt, wie das ganze Leben natürlich entwickelt haben kann. Also ist ein übergeordneter Gott, der alles lenkt, vollkommen unnötig. Und jeder, der die Evolutionstheorie offen betrachtet und eine halbe Gehirnzelle übrig hat, wird merken, das macht Sinn. Wir merken, Pierre Vogel hatte scheinbar nicht so viel übrig, aber dazu später. So, ich habe mich gewappnet getan. Ihr Wappnen tut euch auch. Der Vogel kommt. Punkt Nummer 1. Wir sagen, weil wir, und Brüder, und das wisst ihr, Leute, es tut mir manchmal richtig weh. Ich sehe manchmal, man redet über ein Thema und man ist einfach unpräzise. Brüder, ich will keinen kritisieren. Man muss immer meine präzise Fresse, sein. Kommt zum Punkt. Immer wieder fragen, was. Das ist ganz wichtig. So, die Frage ist hier ganz klar und deutlich. Gibt es einen Gott? Und wenn Sie jetzt sagen, die darwinische Theorie sei ein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt, dann fragen wir, warum? Ja, Pierre, warum? Warum? Das ist dein ausgedachter Strohmann, nicht meiner. Atheisten stellen sich nicht hin und sagen, wir haben Darwin, also ist dort doof. Atheisten sagen, wir haben die Evolutionstheorie, also ist die Schöpfung falsch, weil Evolution ist richtig. Und darum ist ein Schöpfergott nicht so wie in der Bibel oder Koran oder hier beliebiges Buch einfügen beschrieben. Und du stellst dich hin und lügst wie ein Arschgesicht. Oh, komm her, Jack. Geh auf, du scheiß Flasche. Oh, es geht mir besser. Ich lasse ihn noch ein bisschen weiter labern. Ihr merkt selber, er labert nur Scheiße. Und dann wird er dazu kommen, dass die darwinische Theorie bzw. die Evolutionstheorie kein Beweis für die Nicht-Existenz Gottes in sich selber ist. Selbst wenn die Theorie von Charles Darwin richtig wäre, wäre sie kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Denn die Theorie von Charles Darwin geht davon aus, dass aus unbelebter Materie eine Zelle entstanden ist und aus dieser Zelle alle anderen Lebewesen über einen unendlich langen Zeitraum entstanden sind. Das ist die Theorie von Charles Darwin. Und sie ist kein Beweis für die Nicht-Existenz Gottes, denn theoretisch, es ist nicht so, wir glauben an die Schöpfungstheorie, weil wir an den Koran glauben, aber die erste Frage ist ja nur, gibt es einen Gott? Denn theoretisch hätte es ja sein können. Ich fasse das ab hier mal zusammen. Pierre Vogel hat keine Ahnung von Evolution, Allah kann alles und ist super, boom, übersprungen, nächste Frage. Zweitens, das ist mein letzter Punkt vor Adhan, die Evolutionstheorie heißt Evolutionstheorie. Es ist von vornherein eine Theorie. Das heißt, wie willst du etwas als bewiesen ansehen, was selbst laut Charles Darwin, dem Erfinder dieser Theorie, beziehungsweise demjenigen, der mit dieser Theorie kam, keine bewiesene Sache ist, sondern eine Annahme, der selber in seinem Buch, ja, The Origin of Species oder Die Entstehung der Arten schreibt, das kann man auch in Deutsch kaufen, ein ganzes Kapitel hat über Schwierigkeiten der Theorie. Okay, erstmal muss ich hier anmerken, dass ich Pierre Vogel ausschließlich auf das Grundwerk von Charles Darwin bezieht. Und das Grundwerk ist 1859 erschienen. Alle neueren Sachen werden von ihm komplett ignoriert. Und er hat die Theorie, wie wir vorhin schon gesehen haben, nicht verstanden, indem er da noch Abiogenese mit reinbasteln will.
Des Weiteren verwendet er hier die falsche Form von Theorie. Jeder von euch, der der deutschen Sprache mächtig ist, was Pierre Vogel eigentlich auch sein sollte, aber ist nun mal ein lügendes Stück Scheiße, weiß, dass es zwei Arten der Theorie gibt. Zum einen die umgangssprachliche Stammtischtheorie. Also ich habe die Theorie, die Griechen wollen gar nicht mehr arbeiten. Die darauf beruht, dass man irgendwelche Fakten sich hernimmt, wie Griechenland ist verschuldet, und dann irgendeine Annahme fasst, die irgendwas damit zu tun haben könnte, aber keine Beweise dahinter hat. Während man bei der wissenschaftlichen Theorie, die hier angewendet werden sollte, aber von Pierre Vogel nicht angewendet wird, wartet bitte kurz. Besser. Wo war ich? Ach, wissenschaftliche Theorie. Bei der wissenschaftlichen Theorie haben wir die Faktoren so, dass eine wissenschaftliche Theorie erst dann als Theorie anerkannt wird, wenn man einen Haufen an Beweisen hat. Das heißt zum Beispiel, wir haben in der Evolutionstheorie einen Haufen Knochen. Wir können das sogar beobachten, zum Beispiel in Japan momentan, wo wir nördlich und südlich dieselbe Fischart haben, die sich aber jetzt unterschiedlich entwickelt hat über die letzten paar hundert Jahre. Wir haben Australien, einen wunderbaren Geheimbunker der Evolution, wo sich Beuteltiere entwickelt haben, was sonst nirgendwo der Fall war, weil es keine anderen Säugetiere auf Australien gab, die das Potenzial gehabt hätten und so weiter. Wovon Pierre Vogel hier spricht, ist eine Hypothese. Was ist eine Hypothese? Nun, eine Hypothese wäre zum Beispiel, wenn ein Wissenschaftler sagt, wir haben diese Dino-Knochen gefunden. Meine Theorie ist, dass Aliens gekommen sind und mit Laserbohrern die Dinger in die Erde reingebeamt haben. Das kann man nicht beweisen, weil es dafür keine Beweise gibt, weil die Theorie Schwachsinn ist. Das wäre nämlich eine Stammtischtheorie bzw. eine wissenschaftliche Hypothese. Man hat einen Zustand und möchte den irgendwie erklären, aber man hat keine Fakten dafür. Wissenschaftlich gesehen eine Hypothese, umgangssprachlich eine Theorie. Man hat einen Haufen von Beweisen, die irgendwas stützen, und macht sonst basierend auf diesen Fakten, stellt man dann einen Plan auf, wie es funktionieren könnte. Wissenschaftliche Theorie. Pierre Vogel ist zu doof, das zu wissen. Warum weiß irgendein Internet-Juppie, der sich hier mit Jack Daniels betrinkt und wahrscheinlich im nächsten Video in Badehose rumsitzen wird, weil hey, wenn Pierre Vogel das nicht ernst nimmt, warum soll ich das ernst nehmen? So, warum weiß ich das und er, der einen bezahlten Vortrag hält vor Hunderten von Leuten, weiß das nicht? Könnte es sein, dass der Typ doof ist und dass die Leute, die ihm zuhören, doch doofer sind? Und dass ich der Allerdoofeste bin, weil ich den Typ hier auseinandernehmen muss? Komm doch mal her, Jack. So, machen wir weiter mit dem Vollarsch. Das ist von vornherein kein Beweis. Erstmal für die Nicht-Existenz Gottes und zweitens ist es nur eine Theorie. Und gleich kommen wir zu den anderen vier Punkten über die Evolutionstheorien. Jetzt machen wir erstmal Adhan Inshara. Jazakum Allah Khairan. Fassen wir also Pierre Vogels geistige Leistung soweit noch einmal zusammen. Die Evolutionstheorie ist vollkommen doof, weil erstens sie kein Beweis für die Nicht-Existenz Gottes ist, ein großer, fetter Strohmann, weil kein Atheist jemals so ein Argument benutzt hat. Und zweitens ist es nur eine Theorie, was man normalerweise von Dreijährigen hört, weil die nicht unterscheiden können zwischen Stammtischgelaber und Wissenschaft. Aber das kann Pierre Vogel ja auch nicht. So, das waren die ersten beiden von 6 Punkten und ich habe Lust, mich mit einer Axt ins Gesicht zu schlagen. Und mein Jack Daniel sieht schon wieder bedenklich leer aus. Seid furchtsam. Seid sehr furchtsam. So. Jetzt, bis wohin sind wir bisher gekommen? Erstmal, der Atheismus. Und dann gibt es halt in dem Dauerkurs später, wenn wir dann die Fragen machen, ist erstmal, erste Frage bisher, wo wir gekommen sind. Halt, warte, Auszeit. Vogel hat einen Fragenkatalog. Und er stellt am Ende vom Dauerkurs Fragen über den Inhalt.
Wow. Ihr wisst, was ich mit den Fragen machen werde, oder? Wenn ihr es nicht wisst, dann wartet bis zum letzten Teil der Videoserie, also Teil 15 oder 16 oder sowas. Und dann findet ihr es raus. Das wird ein Spaß. Ja, ich spule noch eben bis zu seinem dritten Argument vor. Er labert jetzt noch eine Weile. Bis gleich. Unterschied. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der Darwinismus geht davon aus, und das ist wichtig, weil ihr werdet das auch in der Schule haben, und ich sage euch eins, wenn ihr in der Schule diskutiert mit dem Lehrer und ihr habt einige Punkte drauf, da werden die ganz schön ins Wanken kommen in der Schule, glaub es mir. Eine kleine Serviceleistung für meine jüngeren Zuschauer. Ich weiß, ich habe nicht so viele, aber der alte Mann erzählt euch mal was. Wenn ihr in der Schule so argumentiert wie der Pierre, dann holt der Lehrer den großen Boxhandschuh raus und haut euch aus dem Fenster. Ganz gerne auch mal, wenn ihr oben im fünften Stock seid. Warum? Nun, weil der Pierre ganz doll doof ist und keine Ahnung von der Materie hat, zumindest was Evolution und Wissenschaft angeht. Um euch zu verdeutlichen, wie doof er ist, machen wir mal eine Aufgabenstellung. Nehmen wir an, es wäre Deutschunterricht. Und Frau Müller stellt euch die Aufgabe, ihr sollt eine Buchrezension schreiben. Also Zusammenfassung, Interpretation mit bei, Einleitung, Ende, kennen wir ja. Jetzt habt ihr euch das Buch ausgesucht, Tabalugas große Traumreise. Ich habe keine Ahnung, ob es gibt übrigens nebenbei, ich habe aber irgendwas genommen. Also ihr habt Tabalugas große Traumreise. Da geht es darum, dass Tabaluga mit seinen Freunden durch die Gegend läuft und wieder gegen den bösen Arktos diesen Schneemann da rumballert. Ja, ich war auch mal jung, ich kenne den auch noch. Wenn ihr dann schreibt, dass die Außerirdischen in Tabaluga, die Godzilla totschießen wollen, die menschliche Völlerei symbolisieren, dann habt ihr ein Problem, weil weder Godzilla noch Aliens noch Symbolismus bei Tabaluga vorkommen. Das heißt, wenn ihr euch auf Bullshit bezieht, den ihr euch selber ausdenkt, der nichts mit dem Buch zu tun hat, liebe Kinder, dann seid ihr am Arsch, was Deutsch angeht. Das ist in Biologie genauso. Wenn der kleine Pierre sich hingestellt hat im Biounterricht, um zu sagen, Evolution heißt, eine Gazelle packt sich einen Hals und zieht ihren Hals lang und wird eine Giraffe. Sowas sagt er wirklich, so nebenbei. Dann wäre der Pierre mit dem Arsch vor nach Hause geschickt worden, mit einem Zettel an die Eltern, was denen einfällt, so ein rotzdämliches Scheißplag auf eine Realschule zu schicken. Und das Schlimme ist, der Mann hat Abitur. Wenn mir jemand für diese öffentlichen Leistungen danken will, soll er mir bitte bei der nächsten Sommersonnenwende oder Wintersonnenwende eine Ziege opfern, je nachdem, was näher dran ist. Oder kann mir gerne Jack Daniels an mein Postfach schicken. Jetzt machen wir mal mit dem eigentlichen Argument weiter. Erstmal, die darwinische Theorie geht davon aus, dass aus nicht belebter Materie eine Zelle entstanden ist und aus dieser Zelle infolge von unendlichen Kettenreaktionen ist dann im Endeffekt das größte Wunder der Schöpfung entstanden. Der Mensch. Das ist so die Theorie. Was ein Timing. Ich rede darüber, wie doof der Vogel ist und schon beweist das. Entschuldigt mich kurz. Und schon wieder eine Flasche gekillt. Also. Wo waren wir? Ach ja, Evolutionstheorie. Laut Charles Darwin um 1859 gibt es nicht irgendeinen einzigen Superpunkt, wo alles herkommt. Er hat einfach nur gesagt, durch Beobachtungen gestützt, Lebewesen passen sich ihrer Umgebung an. Das heißt, über mehrere Generationen wird zum Beispiel, wenn wir mal dieselbe Bärenart nehmen, diese Bärenart in einem Klima, wo es ständig kalt ist, sagen wir mal Nordpol oder Grönland, ein dickeres Fell ausbilden, weil Tiere mit einem dickeren Fell bevorteilt werden. Sie erfrieren nicht so schnell, daher können sie ihre Gene häufiger weitergeben als die mit dünnem Fell, die natürlich sofort tot umfallen. Während dieselbe Bärenart, die zum Beispiel
in einem sehr trockenen Klima, das sehr heiß ist, rumläuft, wahrscheinlich große Teile ihres Fells einbüßen, beziehungsweise ein sehr kurzes Fell haben würde, um die Hitze besser zu regulieren. Weil, auch wieder hier, Tiere mit dickem Fell kriegen einen Hitzschlag und Tiere mit dünnem Fell überleben. Das heißt, die Viecher mit dünnem Fell können in der Wüste ihre Gene besser weitergeben als die mit dickem Fell. Während dieselbe Tierart also am Nordpol oder Südpol oder Grönland oder wo auch immer mit dickem Fell besser dran ist, weil die Viecher mit dünnem Fell erfrieren, bevor sie vögeln können. Das ist im Grunde alles, was Charles Darwin gesagt hat. Was Pierre Vogel hier noch reinbringt mit, da ist eine einzige Zelle entstanden und dann Kettenreaktion und das nennt sich Abiogenese. Abiogenese geht davon aus, dass sich über einen bestimmten Zeitraum, mehrere Milliarden Jahre, in der Ursuppe irgendwann ein Einzeller gebildet hat. Sehr primitiv, nicht so wie heutige Zellen, aber er hat sich halt gebildet. Und dieser Einzeller, im Grunde ein primitives Pantoffeltierchen, ist dann rumgeschwommen, hat sich geteilt und weitergeteilt und irgendwann gab es dann einen genetischen Defekt, wodurch sich diese Zelle anders ausgebildet hat als alle Vorgänger. Das heißt, erst gab es eine ganz primitive Zelle, dann gab es eine Zelle, die etwas weniger primitiv war, weil die meinetwegen eine bessere Membran hatte oder sowas. Und das über Jahrmilliarden so weiter mit Teilung und Probleme bei der Teilung hat was mit Gen zu tun, ist ganz kompliziert. Wird der Vogel jetzt sagen, ich sage, das hat mit Gen zu tun, das ist ganz kompliziert. Aber wenn ihr ein Biobuch aus der, das ist glaube ich 8. Klasse, habt, dann könnt ihr das nachlesen. Bei einer Zellteilung, so ja, Zellteilung, cutten sich im Grunde die Genstränge der Zelle in Teile und setzen sich wieder zusammen. Und so weiter und so weiter. Und natürlich kann es bei dieser Teilung und Zusammensetzung immer wieder zu Fehlern kommen. Einige Fehler, wie zum Beispiel eine fehlerhafte Membran, sorgen dafür, dass die Zelle nicht lebensfähig ist. Und andere, bessere Gendefekte, sorgen zum Beispiel für eine stärkere Membran, wodurch die Zelle widerstandsfähiger werden würde. Das wäre jetzt Evolution auf einem genetischen Level. Warum erzähle ich euch das alles? Weil Pierre Vogel doof ist wie eine Handvoll Kies. Und ich mal zeigen wollte, wie super duper schlau ich bin. Aber dazu habe ich später bestimmt noch viel Zeit. Also machen wir weiter mit dem Vögli. Normalerweise müsste man sogar noch sagen, der weiße Mensch, Uwe Biller. Was? Weil die darwinische Theorie ist eigentlich die Grundlage für den Rassismus. Was? In vielen Teilen der Gesellschaft. Ohne Quatsch. Das ist eigentlich die Grundlage. Auch Hitler, das war ein Sozialdarwinismus, nennt man das. Ja, das heißt, der weiße Mensch, der blonde, blauäugige, der ist sozusagen weiterentwickelt als der jüdische Mensch, ich meine von der Rasse, als der schwarze Mensch, der asiatische Mensch. Das heißt, die anderen, die sind noch näher zum Affen als der weiße, blonde, blauäugige Arier. Entschuldige mich kurz. Das ist guter Abflussreiniger. Okay, erstmal. Wie Vogel schon gesagt hat, es ist Sozialdarwinismus. Sozialdarwinismus ist die Vorstellung, dass wir die Regeln der Evolution bzw. des Darwinismus auf die Gesellschaft anwenden können. Das heißt, wir sagen, nur der Stärkste überlebt. Das heißt, diejenigen, die wir persönlich als nicht stark genug empfinden, die fliegen raus. Das Problem ist, das war nicht mal Sozialdarwinismus. Sozialdarwinismus
heißt im Grunde, wie es ja das Sumunju mal gesagt hat, dass die Türken den Deutschen die Frauen wegficken, weil die Türken nun mal besser im Bett sind und größere Dödel haben. Sinngemäßes Zitat von Serdar Somuncu, nicht von mir. Das heißt, es wird nicht gesagt, das ist mir so minderwertiges Volk mit Affen und so, darum sind die scheiße. Sondern es wird gesagt, derjenige, der mehr Leistung bringt, soll auch besser leben können. Um es mal in der niedersten Form auszusagen, um es in der extremsten Form zu sagen, hieße das, diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise, in Anführungsstrichen, minderwertig sind, haben kein Recht auf die Existenz innerhalb eines Staates. Also zum Beispiel Rentner, die nichts mehr für den Staat bringen, sollen erschossen werden. Kinder sollen gefälligst so aufgezogen werden, dass sie gut arbeiten können und so weiter. Das wäre Sozialdarwinismus. Nationalsozialismus war das mit den Herrenmenschen aus Atlantis, wo dann Schädel vermessen wurden. Das hatte am Rande vielleicht irgendwas mit abstrahiertem Darwinismus zu tun, aber da kann ich auch genauso gut sagen, das Christentum ist doof, weil die Mormonen magische Unterwäsche haben. Darum war Jesus doof. Nur weil irgendjemand irgendwann sagt, hier, wir nehmen dieses Ideenkonzept und bauen es komplett für den Arsch um und machen es total kaputt, ist nicht die Grundidee doof. Vor allem, so am Rande, Darwinismus ist eine biologische Theorie. Das heißt, sie wird auf die Biologie angewandt, auf Tiere. Das Alpha-Männchen führt das Rudel an. Wenn du das versuchst, irgendwo auf die Gesellschaft zu übertragen, hast du eine Straßengang. Wird dadurch die Theorie falsch? Nein, das Alpha-Männchen führt immer noch das Wolfsrudel an. Es ist nur halt scheiße für die Gesellschaft, wenn sie Leute zusammenrotten und sagen, ich bin das Alpha-Männchen, jetzt bringen wir Leute um. Da hat garantiert noch mehr blöden Scheiß zu labern. Nicht, dass jetzt hier jemand sitzt, ist sauer auf mich. Ich rede das, was diese Leute sich gedacht haben. Diesen Schwachsinn. Versteht ihr? Deswegen, der Darwinismus ist in sich selber ein Förderungsmittel für den Rassismus. Diese tolle Theorie. Ja, das nur dazu. So, aus diesem einen Punkt wurde dann im Endeffekt der Mensch. Unendliche Kettenreaktion sozusagen. Ja, hier. Dann fangen wir mit der ersten Sache an. Erstens, dass die Arten, dass ein Lebewesen aus unbelebter, der erste Punkt reicht, jeder einzelne Punkt reicht eigentlich jetzt von diesen vier Punkten, um den Darwinismus ad absurdum zu führen. Ja? Der erste Punkt ist, dass man davon ausgeht, da gibt es ein Experiment von einem Stanley Miller, das war soweit ich weiß in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, wenn ich mich nicht irre, aber ich spiele doch keine Rolle. Dieser Stanley Miller hat ein Experiment gemacht, womit er feststellen wollte, er hat also, so wie er annimmt, wie die Urmaterie auf der Welt war, alles unbelebt, er hat dort Blitze veranstaltet und so weiter, hat gesagt, da ist dann eine lebendige Zelle entstanden. Deswegen sagen die, aus unbelebter Materie ist eine lebendige Zelle entstanden. Ja? Aus unbelebter Materie ist eine lebendige Zelle entstanden. Ja? So. Die moderne Wissenschaft sagt aber, zum Beispiel auch Pasteur, der sagt, dass diese Regel, die Behauptung, dass Leben aus unbelebter Materie entstehen kann, gehört unwiderruflich ins Reich der Fabel. Deswegen schreibt euch diese Aussage auf. Was sagt Pasteur zu dieser Sache? Was sagt Pasteur dazu? Das könnt ihr dann nachher nochmal nachgucken. Die Behauptung, dass Leben aus unbelebter Materie entstehen kann, gehört unwiderruflich ins Reich der Fabel. Okay, okay. Runterkommen. Erstmal, muss ich darauf rumreiten, wie Vogel hier argumentiert? Er sagt im Grunde, ja, wir haben das so, zwar so ein so Experimenttyp, der hat da irgendwie Blitze reingeschossen, dann ist da Zelle entstanden, aber es ist Schwachsinn, weil so ein anderer Typ hat gesagt, das ist doof. Jetzt haben wir allerdings ein kleines Problem. Warum? Nun, ich möchte hier erstmal Wikipedia zu Rate ziehen. Wir haben ja einen Eintrag für Stanley Miller. Ich habe übrigens nochmal nachgecheckt bei anderen Quellen, bevor sich einer aufregt. Wikipedia ist ja voll scheiße.
Also, ich habe hier den Eintrag über Stanley Miller. Geboren am 7. März 1930. Kinder, das ist wichtig, merken. Dann haben wir, ganz wichtig, das Experiment im Jahr 1953. Nachdem wir jetzt im Jahr 1953 das Experiment gemacht haben, haben wir natürlich auch ein bisschen was drüber hier stehen. Er hat das wohl mit irgendwelches methanhaltige Uratmosphäre hat er angenommen. Also Methan ist ein Gas, für alle, die es nicht wissen. Und er hat halt mit Blitzen und Methan gearbeitet. Zitat Wikipedia. Nach nur einer Woche hatte sich bei diesem Versuch ein signifikanter Teil, Klammer auf, ca. 15%, Klammer zu, des Methan in organische Verbindung umgewandelt. Es ging also nicht darum, irgendwelche Lebewesen zu erschaffen, wie Vogel das hier suggeriert, sondern darum, biologische Masse zu entstehen zu lassen, aus der sich dann irgendwelche Kleinstwesen bilden können. Um ganz genau zu sein, sind eigentlich diese Einzeller schon biologisch gesehen einzelliges Leben, aber das mal so nebenbei. Ich zitiere weiter. Zu einem Punkt, den er nachher noch bringen wird, mit das hat ja alles überhaupt kein Dingens, Bummens, Wichtigkeit mehr, weil ich bin Vogel und ich sag das und andere Wissenschaftler sagen das auch. Warum ziehe ich das ein bisschen vor? Nun, wenn Vogel gleich noch ein bisschen auf der Abiogenese rumhakt, dann wisst ihr warum. Also ich zitiere. Dieses Resultat war Ausgangspunkt für viele ähnliche Versuche, die seitdem durchgeführt worden sind. So konnte inzwischen gezeigt werden, ich weiß, ich lese schrecklich vor, aber das müssen wir nebenbei, dass auch in Atmosphären mit anderen Zusammensetzungen, die chemisch weniger reduzierend oder gar neutral sind, wie sie heute teilweise für die Uratmosphäre angenommen werden, wichtige Lebensbausteine entstehen können. Das heißt, auch mit einer anderen Atmosphäre ist das immer noch akkurat. Er sagt nachher, dieses Experiment von Stan Miller hat keine Bedeutung mehr. Und zwar darum, weil andere Wissenschaftler das mit anderen Atmosphären sich mal nachgebaut haben. Aber er hat ja noch gesagt, dass der Pasteur, ich nehme mal, es ist Louis Pasteur, ein französischer Mikrobiologe, weil der einzige andere Pasteur, der mir gerade einfällt, wäre der von der NPD und der ist nun mal keine große Leuchte. Also Louis Pasteur hat gesagt, das ist alles doof und hat sich damit laut Vogel auf dieses Experiment bezogen. Das Problem ist folgendes. Louis Pasteur starb am 28. September 1895. Nochmal zur Erinnerung. Stanley Miller wurde am 7. März 1930 geboren. Das Experiment war im Jahre 1953. Das heißt also, entweder labert Pierre Vogel hier einen großen Haufen Scheiße. Ja, das tut er. Oder Louis Pasteur war ganz doll böse, weil er eine Zeitmaschine erfunden hat, mit der er in die Zukunft gereist ist, sich das angeguckt hat, zurückgereist ist, gesagt hat, das ist doof, was da der Stanley Miller in eben durchgehend etwa 60 Jahren machen wird, ist doof. Und das sage ich jetzt schon mal. Das heißt, er hat sich wahrscheinlich auf die damalige Theorie zur Entstehung von Leben der Spontangenerationstheorie bezogen. Spontangeneration heißt, bumm, war da. Ist mit der Abiogenese zu vergleichen, wenn man ein Vollidiot ist, was Pierre Vogel ist und was er tut. Wow, ich bin böse heute. So, nachdem ich jetzt etwa 5 Minuten drüber gelabert hat, wie Pierre Vogel die Aussagen eines Mannes auf ein Thema bezogen hat, von dem man nichts wissen konnte, weil es 60 Jahre nach seinem Tod erst irgendwie wichtig wurde, oder beziehungsweise 60 Jahre nach seinem Tod erst stattgefunden hat, was könnte ich jetzt noch machen? Ich glaube, ich möchte das Video auf einer fröhlichen Note enden lassen und ich werde Pierre Vogel noch ein bisschen weiterreden lassen. Wertloses Stück Genitalherpes.
Und dann seht ihr ja, wie ich reagiere. Das ist natürlich, wenn man davon ausgeht, dass es keinen Gott gibt. Natürlich Gott, der allmächtig ist, der kann natürlich auch aus Holz dann einen Menschen erschaffen oder aus Glas, wenn er wollte. Er hat den Menschen aus Erde, aus unbelebter Materie erschaffen. Ja? So, das ist die erste Sache. Dann die zweite, das ist das, was Pasteur gesagt hat. Dann, warum hat Darwin diese Sache verfolgt? Weil Darwin noch auf mittelalterliche Fabeln zurückgegangen ist, wo man davon ausging, dass zum Beispiel aus Schlamm Frösche entstehen. Weil du findest auf einmal im Schlamm Frösche, dann geht davon aus, ah, aus Schlamm entstehen Frösche. Das hat man im Mittelalter geglaubt. Da hat man geglaubt, wenn einen Lappen hinlegt mit Käse, dann entstehen daraus Mäuse, weil plötzlich dann an dem Lappen dann Mäuse dran waren. Oder dass aus einem Stück Fleisch, das man auf die Fensterbank gibt, Fliegen entstehen. Ja klar, da sind auch Fliegen entstanden, weil da Fliegen drauf geflogen sind, wo du sie nicht gesehen hast, haben ihre Eier abgelegt, da kamen nachher dann diese Maden raus und im Endeffekt sind dann Fliegen daraus entstanden. Das heißt, Darwin ist davon ausgegangen, dass hieraus, aus diesen Punkten, aus Fliegen und so weiter, aus Schlamm, Mäuse, Frösche entstehen und so weiter. Ja, ich glaube, den Punkt können wir komplett ignorieren, weil wir eigentlich schon wissen, Darwin hat absolut nichts über die Entstehung des Lebens an sich gesagt, sondern nur über die Entwicklung der Arten. Was ich allerdings nochmal anmerken möchte, ist, dass ich es lustig finde, dass sich Pierre Vogel aufregt, dass Charles Darwin um 1859 irgendwelche mittelalterlichen Theorien benutzt haben soll, während er sich auf ein Buch von 600 nach Christus beruft. Also das nur so am Rande. Lassen wir ihn noch ein bisschen weitermachen. Dann wird's lustig. Das zum ersten Punkt. Das heißt, der erste Punkt, und dann sagen die modernen Wissenschaftler, dass das Experiment von Stanley Miller keine wissenschaftliche Relevanz hat. Und das Experiment hat keine Relevanz mehr, wie wir schon gezeigt haben, weil es wieder und wieder und wieder wiederholt wurde. Auch mit vollkommen anderen Annahmen über die Atmosphäre, die es damals gab. Die wahrscheinlich richtiger sind als das, was damals Miller gemacht hat. Aber es wurde wieder und wieder bewiesen und Vogel ignoriert es, weil er eine Aussage von 60 Jahren davor hat. Warum mache ich diese Videos überhaupt noch? Aber hier sind eigentlich zwei Probleme in der darwinischen Theorie. Erstens, wie ist aus unbelebter Materie Leben entstanden, kann keiner beantworten. Sie sagen aus einer unzähligen Zahl von Zufällen. Unzählige Zahl von Zufällen, okay. Hier haben wir jetzt den Tisch. Da kann ich so oft mit der Flasche draufhauen, da kommt aber nicht aus dem Tisch auf einmal eine Maus raus. Verstehst du? Unzählig mal, wenn du vielleicht unzählige Mal drauf hast, vielleicht wird aus dem Tisch dann ein Tischler oder so. Yay, Pierre Vogel macht keinen Unterschied zwischen einfachsten Einzellern und Mäusen und Tischlern. Ja. Nur damit ihr jetzt merkt, wie er argumentiert. Er nimmt die Grundtheorie, vereinfacht sie runter auf das Minimalste, was man machen kann. Also nimmt zum Beispiel erstmal sein Grundargument-Ding ist ja, wir haben die Schöpfung und das Gegenteil zur Schöpfung ist Evolution. Also muss alles, was irgendwie der Schöpfung was wegnimmt, also Abiogenese, bei Christen noch Urknall, er ist ja. Wir haben ja diese Zeile, wo da gespalten wird, ist ja Urknall, ist das geil. Also Abiogenese, Urknall, Schwerkraft oder frag mich nicht, was noch alles, alles mit in Evolution reingebrobbt. Hatte damit nichts zu tun, aber kommt da rein. Das heißt, wir haben eigentlich die biologische Theorie zur Evolution, da wird dann noch Physik und Chemie und frag mich nicht, was noch alles mit reingepackt und da wird dann gesagt, das macht ja alles keinen Sinn, ist ja viel zu kompliziert. Das ist erstmal der erste Punkt der Doofheit. Dann der zweite Punkt, wir nehmen die einzelnen Theorien, zum Beispiel Abiogenese, die eigentlich besagt, dass in der Uratmosphäre durch bestimmte Umstände, heißt Hitze, Blitze etc., biologische, also aus nicht biologischen Dingen biologische Dinge entstanden sind. Das heißt aus Methan, also aus, nee, sag ich, aus dem Gas, das der Miller da benutzt hat, wurden dann biologische Bestandteile, aus denen sich also biologische Bestandteile, also Einzeller und Gedöns. Ich erkläre das beschissen und ich erkläre es immer noch besser als Vogel. Wie traurig ist das? Also man nimmt diese Grundannahme der Theorie und versimpelt das runter.
von Entstehung der biologischen Materie aus nicht-biologischer Materie durch bestimmte Umstände wurde dann Entstehung von Leben aus unbelebter Materie durch Zufall. Dann nimmt man das dümmste Beispiel, was man dazu findet. Ich kann jetzt hier mit der Flasche auf den Tisch schauen, das ist beides unbelebte Materie und da kommen Zufälle mit drauf und da passiert aber nichts, da kommt keine Maus raus. Das wäre etwa so, als wenn ich sagen würde, na, der Islam ist aber eine Religion, die nur einen Gott verehrt und der bestimmte Sachen und dies und jenes. Dann versimpel ich das runter auf, der Islam ist eine Religion mit nur einem Gott. Und sagt dann, ich habe aber Tempel von anderen Göttern gesehen, darum ist der Islam falsch. Das ist die Art, eigentlich bin ich sogar noch schlauer mit diesem, ich habe aber andere Tempel gesehen, Scheiß. Ich bin intelligenter als Vogel und das war das dümmste Argument, das ich je gemacht habe. Also, ich höre für heute auf, ich habe keinen Bock mehr. Wir sehen uns beim nächsten Teil mit dem Scheiß Vogel. Bis denn.